und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es steht mal wieder das Aufgebraucht-Video für euch an und ich dachte mir, ich drehe das mal, bevor wir in den Urlaub fliegen, damit ich das Ganze dann auch vorher noch entsorgen kann. Und ich dachte mir, heute mache ich das mal andersrum. Normalerweise lade ich ja immer erst das Haushaltsaufgebraucht-Video hoch. Jetzt fangen wir heute aber mal an mit dem ganzen Beauty-Kram der letzten Wochen. Und ja, ich habe wieder fleißig gesammelt und wünsche euch ganz viel Spaß bei meinen kleinen Reviews zu den Produkten und würde sagen, wir starten direkt. Ich lege los, wie jeden Monat, mit natürlich Kosmetiktücherboxen, die ich aufgebraucht habe. Da hatte ich zum einen diese hübschen hier von Rossmann, meine ich, waren die. Und einmal von DM hatte ich gekauft diese hier von Tempo. Ich muss sagen, das Muster oder Motiv fand ich auch richtig, richtig schön. Die von Tempo sind natürlich doch schon echt teuer, muss ich sagen. Aber ich finde, man merkt auch die Qualität. Also den Unterschied merkt man schon. Ab und an dürfen die deswegen auch immer mal mit. Ist jetzt aber kein Muss. Also eigentlich tun es viele. Und ich kaufe meistens auch die von der Eigenmarke von DM, die vierlagigen. Und ja, aber ich variiere da immer mal, was das angeht. Genau. Dann sind auch leer gegangen 40 Maxi-Pads von Evelyn. Die tauchen ja auch immer mal wieder auf und die kaufe ich eigentlich immer. Also ich wechsle da auch immer mal von, beziehungsweise zwischen den kleinen Runden und denen. Und ja, also da habe ich nie was dran auszusetzen und die kaufe ich schon Jahre. Mein Freund und ich haben dann aufgebraucht von Nivea das Creme Soft Pflegebad und ich muss sagen, ich bin momentan wirklich wieder total in love mit der Badewanne. Ja, also ich war schon immer ein Badefreak und ich liebe es. Das war auch Voraussetzung für unsere Wohnung. Es waren damals 3 Zimmer und eine Badewanne, wo wir gesagt haben, diese beiden Kriterien muss unsere gemeinsame Wohnung erfüllen. Ja, und momentan bin ich irgendwie echt oft am Baden. Deswegen, ja, dementsprechend auch fleißig am Aufpochen, was sowas angeht. Mit Mandelöl ist das und ich weiß nicht, warum ich es früher nicht war, aber mittlerweile, so die letzten 1-2 Jahre, bin ich total zum Nivea-Fan mutiert, obwohl das ja eigentlich so eine klassisch, so eine ganz klassische Marke ist, die schon seit Jahren von so vielen geliebt wird, aber mich hat es erst jetzt die letzten 1-2 Jahre mit auf den Zug geworfen und ich liebe diesen Duft einfach und ich habe so viele Produkte, die ich gerne verwende, wobei ich auch tatsächlich ein Flop-Produkt von Nivea habe. Ich kann mal dort schauen, ob ich das zur Hand habe. Dann machen wir damit mal gleich weiter. Genau, und zwar handelt es sich um das Micellenwasser. Das ist jetzt für trockene und sensible Haut. Das gibt es auch für andere Hauttypen. Und ist auch wieder mit Mandelöl, entfernt Make-up, Mascara, pflegt die Haut, reinigt gründlich und mild. Ich muss sagen, es kommt nicht an das von Garnier ran, welches ich auch übrigens aufgebraucht habe. Und ich sehe gerade, es ist ein bisschen schmierig, weil hier irgendwas ausgelaufen ist noch. Ein kleiner Rest. Es kommt wirklich nicht an das von Garnier ran. Ich finde, man braucht damit deutlich länger, um sich abzuschminken. Und es dauert mir ehrlich gesagt zu lange. Weil wer kennt das nicht? Man möchte abends schnell ins Bett, ist müde. Meistens schminkt man sich sowieso kurz vor knapp ab, wenn man schon keine Lust mehr hat, von der Couch aufzustehen oder so. Und dann muss es wirklich ruckzucki gehen. Natürlich ist hier jetzt auch noch Öl drin, was das Ganze beschleunigt. Huch, Stimme, verlass mich nicht. Was das Ganze beschleunigt, aber auch das normale Micellenwasser mit dem rosanen Deckel, was ich schon ganz oft hatte, finde ich 1000-mal besser. Ja, also das Nivea-Produkt ist ein Flop-Produkt. Das ist ein absoluter All-Time-Favorite. Das kaufe ich immer wieder nach und werde ich mir jetzt auch wieder nachkaufen. Genau. Dann machen wir gleich weiter mit einem All-Time-Favorite von mir und das ist, wie sollte es anders sein, mein L'Oreal Professional Silver Gloss Protect System Glanzshampoo für graues und weißes Haar. Mega lange Name. Das war eine 500ml Pulle und ich muss sagen, das ist für mich das allerbeste Silbershampoo, was es gibt. Viele fragen da ja immer nach. Für alle, die gerne den Gelbstich loswerden wollen oder gar platinblond bis weißgrau sind, so wie ich jetzt gerade, frisch vom Friseur übrigens gestern, nicht wundern, das sieht nur jetzt die ersten 1-2 Wochen so krass aus. Ich mag das auch lieber, wenn das so minimal 1-2 Wochen, sage ich mal, wieder, ja nicht rausgewaschen, aber ihr wisst, was ich meine. So frisch vom Friseur ist immer sehr krass, aber nach ein paar Haarwischen sieht das dann auch schon wieder ganz anders aus. Also ich liebe dieses Platin und die Farbe ist auch perfekt geworden, finde ich. So kurz wie noch nie sind sie übrigens. Ich habe einen Long Bob, der geht bis hier jetzt. Aber ja, ich muss sagen, ich liebe es. Und der Pony ist ja auch wieder da.
Der war nämlich komplett ausgewachsen. Und wir haben gestern festgestellt, dass ich ein halbes Jahr nicht mehr beim Friseur war. Wie krass ist das denn bitte? Einige, die ich immer bewundere, gehen alle 6, 8 Wochen oder alle 2 Monate, ja, 2, 3 Monate hin. Und ich schaffe es nicht mal im halben Jahr. Also jetzt gerade, aber das ist schon krass. Das würde mich mal interessieren übrigens an dieser Stelle. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie oft geht ihr zum Friseur? Und was lasst ihr machen? Geht ihr alle 4 Wochen nur Spitzen schneiden oder geht ihr wirklich jeden Monat Haare färben schneiden oder wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren, ob ich da komisch bin. Ich weiß auch, dass es viele gibt, die kaum Haare schneiden, also einfach nur wachsen lassen. Also lasst mich das gerne mal wissen. Genau, und für alle, die gerne ein gutes Silbershampoo haben möchten, da kann ich euch das empfehlen und das werde ich mir unbedingt wieder nachkaufen und ich glaube, ich bin gerade im Überlegen, ob ich den Pumpspender aufbewahre, denn ich weiß nicht, ob jede Flasche das hat. Ich glaube nämlich nicht. Und das fand ich richtig genial unter der Dusche mit dem Pumpspender. Damit kommt man ewig hin. Das habe ich vor etlichen Monaten gekauft. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ein halber Liter, das war mega, mega lange haltbar. Ja, den Pumpspender, das werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall aufbewahren. Genau. Ja, dann wechsle ich bei Shampoos ja immer ganz gerne. Mal das, mal das. Und momentan hatte ich jetzt das von Balea in Gebrauch. Das ist diese Feuchtigkeitsreihe mit Pfirsich und Kokos. Das ist so mit ungefähr das günstigste Shampoo und die günstigste Spülung, die es gibt bei DM. Und ich finde die gut. Also ich finde die beiden Produkte top. Gerade die Spülung verwende ich auch so gerne, so oft zu anderen Shampoos, weil die einfach super ist. Ja, also total toll, kann ich nur empfehlen. Ist für trockenes und strapaziertes Haar. Ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt und ein Favorit. Dann, was ich super toll fand, war von Palmolive das, wie nennt die sich, die Dusche? Kamelienöl und Mandel. Genau. Die fand ich richtig gut. Ich liebe sowieso so viel, was mit Mandelduft ist. Richtig angenehm. So ein warmer Duft. Total klasse. Die anderen von Palmolive reizen mich immer alle gar nicht so, aber das war total was für mich. Und dann sind auch 2 Balea-Produkte für die Dusche leer gegangen. Zum einen dieser wundervoll duftende Duschschaum. Nicht wundern, der Deckel ist ab, weil ich nämlich eine kaputte Flasche noch zu Hause habe. Und da habe ich es getauscht sozusagen. Genau, der Duschschaum, Balea, Vanilla Cream und Orangenduft für jede Haut werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Riecht super toll. Und Duschschaum für 1,95, was ich echt für einen Duschschaum günstig finde, der so toll duftet, den muss man nachkaufen. Mag ich super gerne. Was mir auch gut gefallen hat, ist die Sweet Wonderland Dusche. Vanille und Rosenduft hatte die. Gibt es ja so nicht mehr zu kaufen. Es gibt ja schon die neuen limitierten Balea Duschen, aber die fand ich echt gut. Und ja, ich freue mich immer wieder, wenn Balea da neue limitierte Edition rausbringt und deswegen bin ich jetzt auch gar nicht traurig, weil es kommt halt eh immer was Neues wieder raus. Ja, dann, was mich total begeistert hat, nicht nur vom Geruch, auch von dem Design, wie ich finde, und zwar ist die milde Seife mit Magnolien und grünem Teeduft. Die würde ich mir auch nachkaufen, also ich denke mal, das werde ich auch tun. Unsere Bad ist, glaube ich, jetzt auch bald leer. Da habe ich nämlich die passende zu dieser Dusche von Balea gehabt, auch Sweet Wonderland. Und die könnte ich mir vorstellen, echt wieder nachzukaufen. Die fand ich toll. Ja, mein Freund und ich benutzen seit Jahren jetzt auch mittlerweile zusammen immer sehr, sehr gerne das Tuft, Dravetta Tuft Powerful Age Haarspray in der Stärke 5. Ja, gestärktes Haar und sichtbar mehr Fülle. Feines und dünner werdendes Haar und man kann das gut ausbürsten und ich finde, auch wenn man sich Locken macht oder irgendwelche aufwendigeren Frisuren, das Produkt hält wirklich. Also ich habe viele Haarsprays ausprobiert, das ist wirklich eins, was mich sehr überzeugt hat, seitdem ja, benutzen wir das immer. Mein Freund hat es benutzt schon, als ich ihn kennengelernt habe und ich habe es sozusagen durch ihn entdeckt, ja. Dann machen wir weiter mit Gesichtsreinigungstüchern. Ein Flop-Produkt für mich definitiv waren von Balea diese für unreine Haut. Muss ich sagen, fand ich überhaupt nicht gut. Dadurch, dass ich so ein paar Pickelchen hatte, habe, immer mal wieder, habe ich gedacht, gut, probierst du die doch mal aus. Ich habe schon so lange Balea-Tücher gekauft, noch nie die. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, warum dann nicht mal die? Die waren furztrocken. Also, ich weiß nicht, im Vergleich zu den anderen von Balea, zum Beispiel hier diese, die ich sonst immer habe, die ich auch über alles liebe, für jeden Hauttyp. Und die auch noch richtig, ja, geil nach Grapefruit duften, muss ich sagen, waren die, die wollen schon gar nicht mehr bei mir bleiben, waren die wirklich lächerlich. Also
überhaupt keine Kaufempfehlung von mir, hat mir gar nicht gefallen. Ich bleibe wirklich auf den hier hängen und die werde ich mir auch nachkaufen. Welche ich auch gut fand, aber erstmal nicht nachkaufen werde, aber irgendwann mal wieder, sind auf jeden Fall diese von Nivea, diese Creme Soft oder nee, Creme Pflegereinigungstücher so. Die sind super, die pflegen wirklich, die nehmen das Make-up super angenehm runter. Die sind schön weich, die sind gut getränkt, also top. Kaufempfehlung von mir. Und was haben wir leer gemacht? Von Liskur eine Sprühkur, prachtvolle Kräftigung. Die hatten richtig tollen Geruch und ja, habe ich sehr, sehr geliebt. Ich habe jetzt aktuell die aus der neuen Reihe in Verwendung, die lilane. Genau, benutze ich auch schon ewig. Dann hat mein Freund noch ein Erkältungsbad aufgebraucht von Kneipp. Der war nämlich zwischenzeitlich mal krank. Und ja, Erkältungsbäder sind immer gut mit ätherischen Ölen. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Kann man immer wieder nachkaufen. Worüber ich sehr, sehr traurig bin. Leider ist alle gegangen von Rituals, mein Body Scrub, in meiner Lieblingssorte von Rituals. Und zwar ist das diese Sweet Orange and Cedar. Also ja, das ist für mich der Nonplusultra-Duft bei Rituals. Ich liebe das. Ich habe das Body Mist. Ich hatte schon diesen Duschschaum. Ich hatte das. Jetzt ist schon meine zweite insgesamt, die ich jetzt aufgebraucht habe. Oder das Body Scrub. Das hatte ich geschenkt bekommen von meiner lieben Schwiegermama sozusagen. Also zukünftigen. Upsi. Vergessen lautlos zu machen. Genau. Und zwar zum Bestehen meiner Ausbildung. Genau. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut und ja, schade, dass es leer ist, aber ich war wirklich sparsam, beziehungsweise die sind auch wirklich sehr ergiebig, diese Peeling-Geschichten von Rituals. Auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Ja, möchte ich eigentlich schon ziemlich zeitnah gerne wieder haben. Das ist super. Einige von euch wissen das, haben es vielleicht irgendwann mal mitbekommen in eines meiner Videos. Das ist seit Jahren ein Favorit von mir. Das Alverde Aqua Peeling Meeresalge von Normalo Mischhaut und das haben sie ja rausgenommen aus dem Sortiment beziehungsweise die Duftrichtung geändert, worüber ich sehr traurig bin, weil das ist jetzt, meine ich, mit Apfel und Limette oder so und ich hasse alles, was nach Apfel riecht. Ich finde, ein Apfel gehört in die Küche und nicht in Kosmetikprodukte. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nicht. Deswegen habe ich davon noch etliche Backups hier gehortet, bin auch sehr froh darüber und ich weiß, wenn die irgendwann mal alle sein sollten, was ja auch natürlich irgendwann passiert, werde ich mir wahrscheinlich ja zwangsweise das andere kaufen müssen, weil es von der Wirkung her halt hoffentlich gleich ist. Wenigstens das hoffe ich. Aber bis dahin ist noch Zeit. Genau. Die Nose Strips von Balea, die jetzt auch mega gehypt sind mit Aktivkohle hier für unreine und Mischhaut. Da sind 3 Stück drin. Die habe ich aufgebraucht mit meinem Freund. Das ist schon die 2. Packung. Das heißt, ich habe sie nachgekauft. Und das wiederum heißt, ich finde sie echt gut. Ich muss sagen, ich bin echt, auf Deutsch gesagt, eine Muschi, was das angeht. Also ich finde, das tut echt ganz schön weh. Andererseits soll man solche Strips ja eigentlich nicht nehmen, weil dadurch, dass man das halt abzieht, also die Mitesser sozusagen aus der Haut rausreißt, kriegt man vergrößerte Poren, logisch. Ne? Also müsst ihr euch ja vorstellen, in euren Teigdrüsen, die Mitesser, was man rauszieht, das wird da ja so ruckartig raus und dann, ja, ist das halt verletzend für die Poren. Und dadurch kriegt man dann eben größere Poren und das macht wiederum ein unschöneres Hautbild. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich, also es war so ein Gag, ich hatte die zugeschickt bekommen das erste Mal, fand die gut, mein Freund findet die richtig gut, der schwört da drauf, der liebt sowas auch. Hatte sie jetzt nochmal nachgekauft, fand es auch wieder gut, aber erstmal werde ich sie nicht kaufen. Also ja, weiß ich nicht. Gründlich Gesichtsreinigung und so. Und ich möchte auch mal zur Gesichtsreinigung gehen, das war ich noch nie in meinem Leben. Und das möchte ich gerne mal machen. Genau, deswegen kann ich empfehlen, kaufe ich aber erstmal nicht mehr nach. Ja, Zahnpastaverschleiß, das Thema hatten wir ja schon mal, haben wir extrem. Aber das ist ja auch wichtig, Zähne putzen, würde ich sagen. Einmal von Colgate, die Max White, Expert White, Whiter Teeth in 5 Days. Wer daran glaubt, wird selig oder so ähnlich. Glaube ich jetzt nicht dran. Die hatte ich mal in der Box, meine ich. War gut, würde ich aber nicht nachkaufen. Was ich beides wiederum nachkaufen würde oder werde, ist von Signal die White Now und von Odol mit 3 die Extreme Clean. Die macht so verdammt frischen Atem. Also wer auf sowas steht und dieses Gefühl im Mund braucht, bei einer Zahnpasta, kauft euch unbedingt die. Die ist wirklich genial. Die haben wir jetzt auch schon mehrere Male hier in Gebrauch gehabt.
Genau. Dann haben wir noch zwei Bäder. Einmal von Dresdner Essenz, Tag am Meer. Fand ich richtig gut. Ist mit Kokosöl und ja, hat wunderbar geduftet. Tolle Verpackung und oh ja, Nachkaufprodukt. Habe ich gerade so entschieden. Und von Tete Sept habe ich aus dem Weihnachtsset hier noch einmal so ein kleines Bad gehabt. Das war mit Lavendelöl und Orangenöl. Schön beruhigend. Das hatte ich abends mal vom Schlafengehen genommen. Und es gibt nichts Geileres, als vom Schlafengehen eine richtig schöne heiße Badewanne zu nehmen. Dann so richtig muckelig sich ins Bett zu kuscheln. Am besten noch in frischen Bettwäsche und dann zu schlafen. Und im idealsten Fall natürlich noch rechtzeitig. Ja, also das war richtig gut. Ich bin ja eigentlich nicht so der Lavendel-Fan, aber mittlerweile beruhigt sich das schon wieder so ein bisschen. Also ist auch mal was, ne? Ja, dann haben wir noch eine Dusche, ja. Wir sind übrigens Sportler für die Neuzukömmlinge auf meinem Channel. Herzlich willkommen. Ja, wir sind Sportler, deswegen haben wir auch hohen Verschleiß an Duschen, ne? Also viele wundern sich ja immer. Genau, Honey Elixier von Fahr. Und das riecht so, so genial. Nachkaufprodukt auf jeden Fall. Ist voll meins. Total toll. Hatte ich auch mal die Seife von die Handseife. Genial. Ja. Und von Pantene Provir habe ich noch die Glatt- und Seidig-Spülung, weil Spülung bei mir immer früher alle geht als ja, das dazugehörige Shampoo-Produkt. Aber gut. Fand ich gut. Es ist lange, lange her, wo ich mal Pantene Provir damals benutzt hatte und ich hatte jetzt einfach mal wieder Lust darauf und wollte mich mal wieder davon überzeugen, muss sagen, dass ich das wirklich gut finde. Shampoo habe ich, wie gesagt, noch in der Dusche und ja, gefällt mir. Ist aber verhältnismäßig schon teurer im Vergleich zu anderen Shampoos, finde ich. Ja, mein Freund hat hier von Anayaki, oder wie man das ausspricht, das Duschgel aufgebraucht, Tomo. Da hatte ich ihm zu Weihnachten den Duft geschenkt, den er sich gewünscht hatte. Riecht übrigens richtig toll, also bin ich auch voll der Fan von. Ja, und da hat er dieses kleine Duschgel, was mit dem Set war, aufgebraucht. Und ja, dementsprechend findet er es natürlich toll, weil er ja den Duft mag. Ja, dann habe ich hier noch so zwei Pröbchen von Husk. Und zwar das Keratin-Protein-Shampoo und die dazugehörige Spülung. Hier in so einem Probiersachet jeweils. Und das, muss ich sagen, fand ich auch echt vom ersten Eindruck sehr, sehr gut. Ja. Was macht das? Steht gar nichts drauf. Irgendwie so. Moment, gibt es hier auf Deutsch. Da. Regeneriert das Haar und pflegt es weich. Glättende Haarspülung. Glättende Shampoo. Ah, okay. Ach, das wusste ich gar nicht. Sieh mal. Sieh mal einer an. Ja, also das finde ich gut. Und glättendes Shampoo geht immer. Dann muss ich meine Haare weniger glätten, wenn das dann auch funktioniert. Da ich so ein bisschen Wellen habe von Natur aus, aber dass es halt nicht so schöne Wellen sind, sondern eher so morgens aus dem Bett aufstehen, was sind das für Wellen? Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, auf jeden Fall fand ich es gut. Von der Wirkung, was jetzt die Glätte anbelangt, habe ich ehrlich gesagt jetzt in dem Moment nichts gemerkt, weil ich auch nicht drauf geachtet habe, aber ja, fand ich toll. So, und dann habe ich noch ein dekoratives Produkt und zwar einmal von Catrice, den Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Noch so ein langer Name. In der Farbnummer 10. Ja, richtig tolles Produkt, aber geht bei mir viel zu schnell leer. Hatte ich auch schon mal erwähnt. Trotzdem kaufe ich mir irgendwie doch nach. Das ist so ein Augenbrauenstift, wenn es perfekt sein muss, dann den. Aber ich komme damit nur 3-4 Mal hin und dann ist er leer, weil ich meine Augenbrauen ja auch stark nachmale, wie ich das gerne mag. Jetzt heute habe ich den von NYX drauf, aber den finde ich von der Farbe noch idealer. Gerade jetzt, wo ich wieder so hell bin, ist das natürlich nochmal schöner, ein bisschen heller auch. Wobei ich dieses dramatische Krasse ja mag. Also es gibt Leute, entweder lieben sie meine Augenbrauen und fragen nach oder sie sagen, boah, geht gar nicht mit deiner Haarfarbe. Mir gefällt es so und das ist ja die Hauptsache. Aber ja, ist halt so eine Hassliebe. Weil 3 Euro kostet dieses Schätzchen und es ist so schnell leer bei mir. Ja, aber an alle, die, sag ich mal, ihre Augenbrauen nicht so doll nachmalen wie ich, da hält er natürlich länger und es ist eine super schöne Farbe. Die haben insgesamt 3 verschiedene. Man kann damit super fein und präzise arbeiten und das Rausdrehen ist halt praktisch, dass man ihn nicht anspitzen muss. Ja, genau. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Das allerletzte Produkt ist meine geliebte Balea Tagespflege aus der Beauty-Effekt-Reihe, genau. Ich muss sagen, wir haben ja viele Reihen von Balea im DM.
Und das ist mein Favorit. Ich habe auch die Nachtcreme dazu passend. Ich habe dieses Lippen- und Augenserum gehabt. Ich hatte schon die Maske. Ich habe noch diese Hyaluron hier Ampullen, wo mir das übrigens gerade einfällt. Die könnte ich eigentlich perfekt mit in den Urlaub nehmen. Genau. Ja, ich habe irgendwie alles davon. Auch dieses Serum, dieses zum Pumpen. Ich weiß gerade gar nicht. Tagesserum oder so. Also ich habe gefühlt die ganze Reihe schon durch und sie ist super. Also ich liebe sie. Das Gute ist auch, mal ab davon, dass sie super riecht, dass sie sehr, sehr reichhaltig ist, aber schnell einzieht und man super schnell sein Make-up damit auftragen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig morgens, weil es ja bekanntlich immer schnell gehen muss. Muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen. Ganz wichtig. Ja. So, meine Lieben, das war's. Ich bin erleichtert von dem Müll, den ich jetzt gleich mal rausbringen werde. Stiefel ich gleich mal eben zu den Mülltonnen. Und ja, es hat mir super viel Spaß gemacht, endlich mal wieder so eine, ja, so einen Aufgebrauch, so ein Review-Video für euch abzudrehen. Und ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp für euch mit dabei. Lasst es mir gerne in den Kommentaren da, wie ihr das Video fandet, was ihr zu einzelnen Produkten vielleicht loswerden möchtet. Und natürlich nochmal zurück zum Friseurbesuch. Wie oft geht ihr? Das interessiert mich. Ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch noch was. Und falls ihr Bock auf noch ein aufgebrauchtes Video habt, dann schaut euch gerne mein nächstes an zum Thema Haushaltsprodukte bzw. Ernährung. Also Haushalt und Ernährung, genau. Ja, das soll es für mich gewesen sein. Macht's gut und bis dann.